Oppenricht, ein Dorf mitten in der Oberpfalz mit ca. 3000 Einwohnern. Hier besteht seit 9 Jahren ein Verein, der altes Kirwerbrauchtum pflegt. Und ich gehe mit meiner Kamera ein wenig um und auch erzähle ich euch, wo sie alles gesehen habe. Die Tanzproben, die sind schon recht wichtig, damit beim Kirwerbaum austanzen auch alles richtig klappt. Das offizielle Kirwerfoto wird auch schon vorher gemacht, weil hinterher, da sind die Kirwerleute meistens ganz schön kaputt. Und winkt sie mal. Wir sind jetzt bei Biber. Ist es leer? Ist es leer. Scheiß drauf.
Jawohl! Was ist denn hier? Die gelbe Pumpe! Stopp! So ein Kirbe dauert meistens eine ganze Woche und die Baum und Mäuler mein ganz schön so da, bis das Zelt aufgestellt ist und all die anderen Arbeiten gemacht sind. Jetzt wird die Kirbe ausgehoben. Da werden zwei Kasten Bier ausbuddelt, die wir uns ein Jahr vorher eingehoben haben.
Also wie ihm erklärt, ist super wirklich leid, aber der Griff hat nichts ausgemacht. Er spart ganz so. Weil ich glaube, ja, mit das ist der Merkur. Kohle mit dem. Ja, das was für ein Oliver noch Der Kirwebaum, heuer ist er 35 Meter lang, wird vom Zimmermann angesägt und dann wird er in den Hinterhof versteckt, damit ein keiner stellen kann. Ich bin mir noch voll drin runter. Heute halt, war schon dir. Ich will lieber halt gehen. Also, ja, und wenn wir noch hin haben, wir auf jeden Fall. Oh,
Super! Ja, super, super. Kernfall ist er, ja. Ja. Aber nicht schlimm. Ach, nein, es geht, ist er auch, oder? Ja. So ist der Arm. Ja, ist gut, richtig, für den Silberbaum. Super, ich werde ihn schon weg, weil das kann sitzen. Von Elza wird der Kirwebaum Tag und Nacht scharf bewacht, wenn man sieht. Am nächsten Tag, da wird der Baum mit Glanz und weißblauen Bändler geschmückt. So, weil es ist halt geheiert in der Oberpfalz.
Samstagnachmittag wird dann der Kirwerbaum durchs ganze Dorf gezogen, bis unten zum Festplatz. Jetzt kommt die Hauptarbeit, das Baum aufstellen. Die Bäume können zeigen, ob sie Schmalz haben und die Mäuler müssen schauen, dass immer genug bei ihr da ist. Oh,
am Abend. Da gibt es die Bierzahl, die erste Musi. Und es wird viel tanzt, bis in der Früh der Hanagogel gleit. Recht herzlich. Besonders begrüßen möchte ich unseren zweiten Bürgermeister, Herrn Michael Eckel. Ein herzlicher Gruß gilt auch unseren Musikanten, den originalen Südtiroler Spitzbaum. Dankeschön. Und natürlich auch unseren 26 Kirmerpaaren. Der Bürgermeister hat das einmal frei gemacht. Ein Prosi, der Gemütlichkeit. Was? Alle Jahre, da geht's in Poppenried ein Kirwa. Da gibt's ein gutes Bier, eine zünftige Musi und fesche Baum und schöne Mäuler. Auch in der Schnapsbar geht's recht lustig zu. Und es ist immer recht eng dort. Da gibt's einen Haufen Flaschen mit scharfem Inhalt und mancher vertragt's nicht. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Sonntag, Nachmittag, da müssen die Baum ihre Mäuler suchen und dann geht's auf den Festplatz zum Kirwebaum austanzen.
Beim Haustanzen sind diejenigen als Oberkirchenpaar, die wir im Blumenstrauß in der Hand haben, wenn der Wecker schallert.
Die Zillertaler Spozen spülen am Arm zünftig auf und die Kirberleute werden überhaupt nicht müde beim Tanzen und beim Singen. Am Montagnachmittag, da wird der Kirberbär durchs ganze Dorf getrieben und jeden, den er erwischt, den macht er schwarz von oben bis unten. Da ist noch weiß.
Ist ja alles so schwarz. Ich weiß es auch nicht. Der Virus im Moment. Zum Abschluss spielen die Sandler nur einmal richtig auf und die letzten sind erst reingegangen, da hat in der Früh die Sonne schon gescheint.
Endlich, nach einer Woche, da wird die Kirche wieder eingeladen, bis zum nächsten Jahr. Freundin, die uns in den letzten zwei Wochen in den Bann gezogen hat, die uns viel Arbeit, Freude, Glück, Sinnlichkeit und sonstige Höhen und Tiefen des Lebens uns gebracht hat, ist von uns gegangen. Am Samstag schicktest du so viele Leute nach Poppenrichten aus Kirbezeit, dass es kaum noch Platz bot. Wir danken dir. Grommer sei. Oder Grommers nie hier dein, Grommers sei, kost uns was, Grommers mir reich, stinkt's ja bloß. Ich hoffe, dass euch mein Film ein bisschen gefallen hat. Also, Servus, bis zum nächsten Mal.